Meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Allison 19 hier auf der Hof Bergmann am Montag, einen wunderschönen. Ich weiß nicht genau, wie lang die Folge heute wird. Sollte sie kürzer werden, tut es mir leid, dann ist es der Zeit geschuldet. Aber wir wollen nicht rumjammern, ich will euch sagen, was passiert ist. Und zwar, wir hatten am Sonntag einen Livestream an den Kleinen, weil da mal 2-3 Stunden Zeit waren und deswegen habe ich da ein bisschen live gestreamt. Ich habe es aufgenommen, aber leider war die letzten 10 Sekunden irgendein Codierungsfehler und somit ist die ganze Datei beschädigt und ich habe gar nichts mehr. So leid es mir tut, ich habe es alles mit aufgenommen, weil ich euch wieder einen Zeitraffer das hochladen wollte, wie wir es letztes Mal gemacht haben, weil das kam sehr gut an bei euch. Aber leider soll es nicht so sein, die Technik wollte es anders und jetzt habe ich leider gar keine Aufnahmen. So leid es mir tut, aber check's hier nicht drin. Wir haben gedroschen, das heißt CP hat gedroschen, so muss ich es formulieren. Den Weizen, den wir hier runter gedroschen haben, wurde teilweise eingelagert, wurde teilweise verwendet zum Herstellen von Saatgut, aber nicht alles. Also wie gesagt, ein großer Teil ist noch eingelagert, ich denke so 10.000 Liter müssten es, ja 11.000 sind es, Entschuldigung, 11.000 Liter sind noch eingelagert, das passt. Was es hiermit auf sich hat, zeige ich euch gleich, und zwar haben wir hier eine Mission am Laufen, 44.000, wir sehen Feld 12 an. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sehen Feld 12 an. Haben uns aber Gerätschaften dafür geliehen, beziehungsweise mitgeliehen. Und da ist es so, dass wir hier den Klaas, den wunderschönen Klaas Axion und die Feder Stat, Tempo L16, glaube ich, ist das. Glaube ich. Die werdet ihr bald öfter auf dem Kanal sehen. ja, die haben wir dafür bekommen als Mission und ja, läuft. Ah, das sind auch nochmal. Oder sind auch nochmal 16.000 Liter drin. Das ist schon mal gut. Und ja, hier seht ihr, hier haben wir noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen Rubin, glaube ich, heißt das richtig, gekauft. Und hier haben wir 14.000 Liter Saatgut drin. Sehr, sehr gut. So, das mit den Ferkeln oben rechts, das können wir uns sparen, beziehungsweise das können wir lassen. Ich habe da mit dem Stefan gesprochen und der hat gesagt, das ist ein Bug, das ist nicht ganz richtig, was da steht. Und ich soll das bitte einfach gekonnt ignorieren. Die Schweine werden schon größer mit der Zeit, man muss halt einfach nur Geduld haben, ne? Und wenn da was spawnt, dann spawnt da halt was, aber du musst sie stehen lassen, weil wenn du sie, wie ihr richtig auch schon geschrieben habt, wenn du sie jetzt mit dem Trigger rausnimmst, hast du einfach verloren. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Ihr seht auch, 19.30 Uhr haben wir es ingame. Es wird dunkler hier auf der Hof Bergmann. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Ich möchte auf alle Fälle noch das Feld das Stroh unterbekommen vor unserem Feld 5. Und ich möchte auf alle Fälle noch ansehen und mal gucken, dass es alle ready wird, bevor die Nacht anbricht. Das wäre super, super geil. Sind sich einige Fragen, warum ich so viel Geld habe. Viel ist relativ. Warum ich mehr Geld habe. Wir haben 1, 2, 3, 4 Missionen gemacht. Und zwar habe ich einen neuen Mod mit reingenommen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Die Ausbringmenge kann man damit einstellen. Gibt es auch im Mod, was ich so weiß. Und da haben wir den mit reingenommen. Und somit habe ich mir ein bisschen Geld zurückgeholt von den Kompostgeschichte, die ja nicht so gut funktioniert hatte. Und zwar, dass es dann irgendwie 100 Liter, wie war das? 100 Liter pro Hektar oder irgendwie so war das. Genau, 100 Liter pro Hektar wurde verbrauchte dann an Kompost und das war ziemlich angenehm, weil dann haben wir 3, 4, 5, 6 Missionen durchgeballert und wir haben effektiv fast kein Kompost verbraucht, ne? Das machen wir natürlich nicht auf Dauer, klar, das war nur um diese, wie soll ich es nennen, diese Differenzzahlung so ein bisschen auszugleichen, weil, ja, wir haben einfach zu wenig bekommen für das, was wir gemacht haben, das ist klar und das wollte ich jetzt ein bisschen ausgleichen. Und haben wir mit diesem Mod gemacht. So. Dann habe ich noch eine kleine Information. Ah, habe ich eine Information für euch? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Es kann sein, dass sich ab morgen einiges ändern wird auf der Hof Bergmann. Wir müssen gucken, ob das funktioniert, wie ich es geplant habe. Nicht im negativen Sinn, überhaupt nicht. Wenn dann im positiven Sinne. Aber wir gucken mal, ob es so läuft, wie es geplant ist. Und wir gucken mal, ob das so ankommt, wie es geplant ist. Aber dazu dann morgen mehr. Ist das jetzt voll? Das ist voll, deswegen geht es nicht weiter, okay. Insofern hat er drin. Wie gesagt, das ist der, den wir geliehen haben. Und der wird auch dann die nächste Mission machen, nämlich Feld Nummer 13. Da müssen nämlich Sonnenblumen drauf, ne? Und da wir ja genug Saat... Wie gesagt, ich habe einen Anhänger voll Saatgut gekauft bei Raiffeisen. Der war irgendwie so, keine Ahnung, 6.000 Euro. War viel Geld, aber ja, muss halt so sein, ne? So, den Weizen, den machen wir noch ins Lager, weil mit dem müssen wir noch irgendwann die Hühner versorgen. Zumindest war es so der Plan und ein bisschen Zeug produzieren. Aber wie gesagt, das kommt erstmal ins Lager, dann passt das schon mal. Dann haben wir die 5 bereit zum Abholen des Strohs.
Eine Fuhre habe ich schon reingemacht in den Komposter oder in die Kompostbetonierung, Vorsehung, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, um das dann wieder zu Kompost gären zu lassen. Also Stroh geht rein, wird zugedeckt, kompostiert, bla 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 und Kompost entsteht. So, Punkt. Dass das gemacht wird, aber da will ich natürlich alles reinmachen. Ne? Also jetzt nicht nur einen Anhänger voll, sondern wirklich alles. Das wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen dauern. Und wir gucken mal, vielleicht schaffe ich das heute, vielleicht aber auch nicht und ich mache es dann morgen weiter. Das werden wir dann sehen. Also ihr seht, alles im All läuft's. Das mit den Sekten hinten ist noch nicht abgeschlossen, das mache ich immer wieder mal. Also glaubt mir, ich bin dahinter. Ich habe da jetzt zwischenzeitlich wieder so 20 Säcke reingepackt. Das wird halt... Oh, hoppla. Bin ich zu... Na, das, Werner, das läuft so nicht. Muss das ein bisschen großzügiger ausfahren, die Ecke. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, das mit den Sekten läuft noch. Es dauert einfach nur ein bisschen, ne? Das ist auch eine Sache, die geht auch nicht von heute auf morgen, sondern das braucht ein bisschen Zeit. Aber ich habe da Bock drauf, das mit den Sekten fertig zu machen. Das war auch so, ich sag mal ganz vorsichtig, vereinbart oder ausgemacht. Und deswegen machen wir das auch so. Ist ja gar keine Frage. Aber ja, dauert einfach ein bisschen, ne? Wir können gleich nochmal ein paar Säcke reinpacken, wenn ihr das möchtet. Den Traktor kann ich hier stehen lassen, weil hier ist eh nichts drin in den Hallen. Also ist noch leer, noch leer. Besonders liegt auf noch. Es gab noch ein Update zum Unimog. Da habe ich nämlich noch eine weitere Version vom Modmicher bekommen. Und zwar den großen Bruder davon, den habe ich auch im Stream schon gezeigt. Den haben wir noch nicht gekauft, aber er ist da. Und ich habe jetzt gesehen, ich habe noch ein Update bekommen. Aber das habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft mit reinzunehmen. Das war zu knapp. Das Förderband war übrigens auch unseres. Das habe ich nur hierher gestellt, weil die Überladeschnecke, die brauchen wir momentan am Feld. Ne? Da haben wir noch eine kleine Frage an euch. Und zwar, es war die Idee, dass man sich einen Teleskoplader holt für einige Arbeiten, ist sowohl der Teleskoplader günstiger bzw. besser geeignet. Und da haben wir eben, da wir ja zwei Kramer haben, wäre eben die Sache gewesen, dass man einen verhökert dafür und sich einen Teleskoplader holt, ein Klaas oder ein Master Ferguson, wie auch immer, oder ein Manitou, ist ja ganz egal. Und da wäre eben die Frage gewesen, von welchen trennen wir uns, vom Großen oder vom Kleinen? Der Vorteil ist halt, vom Kleinen, der kommt in den Hühnerstall rein, der Große nicht. Der Große kann dafür alles andere machen, ne? Das ist halt schwierig. Also wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, was ich verkaufen könnte für den Teleskoplader, schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn ihr aber auch sagt, Werner, vergiss den Teleskoplader, du brauchst noch ein Feld, das wäre viel vernünftiger, weil das wäre nämlich die zweite Frage gewesen, was Sinn machen würde. Und wenn ihr sagt, Werner, das Feld macht mehr Sinn, dann schreibt gerne rein, welches Feld ihr kaufen würdet. Ich gebe euch nochmal eine kleine Auswahl hier. Bitte schreibt nicht Feld 12, weil das wird nichts. Ich hätte gedacht, die 2. Die 2 kostet 270.000. Das ist viel Geld, ja. Wir könnten noch ein bisschen Kredit aufnehmen, so ungefähr 200.000. Da wären wir gar nicht mehr so weit weg, beziehungsweise könnten wir uns schon leisten damit. Aber schreibt gerne mal euren Gedanken rein und dann schauen wir uns das gerne gemeinsam an. Ich finde es einfach so hübsch, wenn der so hier steht, ne? So. Deswegen haben wir den erstmal so hingestellt. So. Wie gesagt, das sind die Säcken. Ihr seht, also die werden gestapelt, gestapelt, gestapelt und hier wird gefüllt, gefüllt, gefüllt. Ich habe das Gefühl, langsam aber sicher, wird es zu viel. Sage ich euch, wie es ist, es wird langsam zu viel. Und wie ich das Problem löse, das werden wir uns anschauen. Weil es gibt Sachen, die sind einfach durch den Menschen nicht zu ersetzen. Speziell diese Sackgeschichte haben sich wirklich viele Leute Gedanken gemacht, aber wir haben tatsächlich keine Lösung gefunden, wo man gesagt hat, das könnte einwandfrei gut funktionieren und ohne alle 5 Sekunden hinzugucken, ob das noch läuft oder ob irgendwie was quer liegt oder wie auch immer. Ne? Das müssen wir uns dann anschauen. Aber vielleicht haben wir dann morgen schon eine Lösung. Lass mal einfach abwarten. Was ist noch? Nee, sonst ist eigentlich nichts, glaube ich. Wie gesagt, es kommen immer wieder Updates rein von verschiedenen Leuten. Auch da nochmal ganz herzlich Dankeschön. Ganz vorneweg der Mod-Micha und der Modding-Welt-Micha. Ihr, die zwei Hübschen, machen ganz, ganz, ganz viel für dieses Projekt. Bauen teilweise Sachen um. Ich kann euch zum Beispiel gleich noch eine Änderung zeigen. Die Kollision wurde... Ich zeige euch nicht alles, weil dann ist das... Ich will das auch nicht... Das ist immer schwierig. Du bekommst immer was geschenkt und ich will mich auch bedanken dafür. Ich bin ja kein unhöflicher Mensch. Aber ich will nicht immer euch mit so, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ganz kleinen Details nerven, ne? So, weißt du, ob jetzt 3 Meter Zaun, Kollision haben oder nicht, das interessiert euch nicht. Das werdet ihr einfach sehen, wenn es soweit ist. Und das werde ich auch nicht erwähnen. Nicht, weil ich jetzt ein arroganter Schnösel bin, sondern weil ich finde, das interessiert euch einfach nicht. Wir werden gleich, wenn der Anhänger voll ist, beim Hof vorbeifahren und beim Hoftor hat sich das Logo geändert. Da ist das Hof-Bergmann-Logo abgekommen und ist jetzt ein wunderschönes BG-Logo. Da auch nochmal Dankeschön an die Herren. Ich glaube, der Mod-Micha war es diesmal wieder.
Und das schauen wir uns auf alle Fälle auch an. Wie gesagt, es ändert sich immer wieder was. Also wenn es darum geht, müsste ich dreimal am Tag ein Update ziehen. So fix sind die Leute, das ist unglaublich. Und ich habe gemerkt, ich muss vorsichtiger sein. Das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint, aber ich muss vorsichtiger sein, was ich sage. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, ey, der Baum da vorne, der ist mir zu krumm, ich hätte gerne einen geraden Baum, dann ist das jetzt nicht eine Sache, die ich jetzt verlange, die ich haben muss, weil sonst wird das Projekt beendet. Nein, das ist eine Sache, die mir gerade so im Kopf rumschwirrt und die ich einfach laut ausspreche. Das Problem ist mittlerweile, also Problem ist es nicht, aber es ist halt mittlerweile so, dass wenn es im Bereich des Machbaren und Möglichen ist, dann habe ich so einen Tag später oder auch einen halben Tag so eine neue Version, da steht drin, Werner Update, der Baum ist jetzt gerade. Weißt du? Das ist zwar cool und das finde ich wirklich geil und ich freue mich auch, dass ich in so einer Position bin, dass ich Leute habe, die das wirklich auf eigener Basis machen. Aber ich glaube, dass es einfach zu viel ist. Weißt du, nicht jeden Hirngespinst, den ich habe, finde ich auch am nächsten Tag noch gut. Das muss ich dazu sagen. Ne? Ich war zum Beispiel im Livestream, also ich könnte euch nicht angucken, aber wer dabei war, wird es vielleicht bestätigen können. Ich war wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass wir jetzt sofort den Teleskoplader brauchen. Irgendwie habe ich es dann aber verworfen. Hier ist übrigens das BG-Logo am Tor. Ich habe dann die Idee wieder verworfen und 5 Minuten später habe ich mir gedacht, Werner, du brauchst doch eigentlich gar keinen, ne? Aber du bist ab und zu in so einem Modus, wo du denkst, ich muss das jetzt sofort haben. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist ab und zu so. Wenn ihr das auch habt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Da bist du der felsenfesten Überzeugung, das muss jetzt sein. Und in ein paar Minuten später denkst du dir, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, was du da gerade gedacht hast, ne? Und deswegen bin ich da einfach ein bisschen vorsichtiger geworden mit Sachen, die ich ausspreche, weil es momentan einfach so ist, oder mittlerweile so ist, so muss ich es glaube ich sagen, weil ich hoffe, dass es noch länger so ist, dass Sachen einfach umgesetzt werden. Und das ist schon wirklich ein ganz, ganz großes Los. Oh. Deswegen müssen wir nicht den Lack abscherben, Werner. Das muss nicht sein. Wie gesagt, wir machen das gleich wie beim... Hoppala. Ich hätte ja nicht schon gesehen, dass ich das... Achso, das ist eine gelenkte Achse da hinten. Okay. Dann wird es schwierig. Nee, das ist der gleiche Prozess, ne? Also wir fahren rein, wir kippen ab. Ich weiß gar nicht, müssen wir da festfahren auch? Ja, Verdichtung, ja, müssen wir festfahren. Aber das ist auch kein Problem. Da fahren wir 3-4 Mal drüber, machen ein Plänchen drüber, gucken ein paar Stunden nochmal drauf und dann ist es auch schon wieder fertig. Also da haben wir kein Problem. So, das dazu, damit ihr da auch nochmal wisst, das muss auf alle Fälle weitergehen. Zum Thema Mods wurde nochmal darauf hingewiesen, dass ich doch einige Mods tauschen könnte. Zum Beispiel wurde genannt der 313, ich hätte ihn fast gehabt, da vorne ist er. Der 313, da gibt es jetzt wohl auch ein Fendt One Modell. Das könnte man 1 zu 1 tauschen ohne den großartigen Aufpreis. Muss ich mir angucken. Wenn ihr da Ideen habt, auch gerne in die Kommentare. Und wenn jetzt jemand sagt, Herr Werner, ich schreibe dir das auch 5 Mal in die Kommentare und du guckst nicht drauf. Ja, das stimmt. Und ich habe euch das auch schon mal erklärt, dass ich nicht jeden Tag nachgucke. Aber seid sicher, ich gucke, es gibt einen Tag oder es gibt eine Stunde oder 2 Stunden in der Woche, wo ich die Zeit habe und wo ich alle alten Folgen oder Anführungszeichen durchgucke und mir denke, jo, das ist gut und das nehmen wir rein. Also glaubt nicht, wenn euer Kommentar jetzt nicht gleich gehört wird am nächsten Tag, dass der umsonst war. Nein, es ist nicht der Fall. Es dauert einfach nur ein bisschen und vielleicht macht jetzt auch das gerade nicht Sinn, was ihr geschrieben habt, aber vielleicht macht es in 3-4 Folgen Sinn. Könnt ihr mir folgen? Das war jetzt ein schwieriges Wortspiel, aber you know what I mean, ne? Wie gesagt, das ist auch eine Geschichte, die wird immer weiter... Haut das eigentlich vorne? Nee, das läuft, ne? Bin gespannt, wie das alles ablädt, aber ich habe ja auch schon den Sprinter da hinten abgeladen. War nicht das Problem. Oh, deswegen passt das für mich, ne? So, dann machen wir noch ein Säckchen voll hier. Ah, jetzt sind wir schon 14 Minuten rum. Okay, cool. Dann können wir die 15 voll machen auf alle Fälle. Kleiner Programmhinweis in eigener Sache. Heute Abend haben wir einen Livestream. Ne? Nordfriesische Marsch Aufnahme-Livestream. Wie so ziemlich jeden Montag. Das heißt, gegen 20 Uhr werde ich wieder online sein und da werden wir 3 schöne Folgen Marsch aufnehmen. Ich freue mich da drauf. Und guckt gerne vorbei bei Twitch. Link ist in der Videobeschreibung, wenn ihr da mal reinluschern wollt. Immer mehr Leute kommen jetzt immer dazu, das freut mich sehr. Und dadurch, dass ich ja ich versuche sie aufzunehmen, aber es hat eben wie auch gestern nicht funktioniert. Oder nicht funktioniert nicht immer. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, wenn ihr Bock habt und wenn ihr Zeit habt, das ist immer wichtig, wenn ihr Zeit habt, dann guckt gerne vorbei. Auch wenn es nur für ein paar Minuten ist, guckt gerne rum. Schreibt gerne irgendwie was rein in den Chat. Ey, ich bin der und der und verfolgt dich schon so lange. Das freut mich dann immer sehr. So, der Förderband, ist das nicht eingeschalten? Ach so, ich muss da wahrscheinlich ein Stückchen weiter nach hinten. Ah ne, jetzt ist eingeschalten. War nicht an. Das läuft eigentlich ganz gut, ne?
ziemlich gleich gut wie mit dem mit überladene Schnecke. Eine Schnecke. Gut, ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, für heute sind wir fertig. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Hof Bergmann. Oder eben, wenn ihr wollt, heute Abend im Livestream bei Twitch. Ich freue mich sehr. Macht's gut. Ciao, ciao.